So, moin Leute und willkommen zu diesem Video. Seat Mii, 1 Liter, 75 PS. Wir sind heute dabei, die Zündkerzen zu wechseln. Ihr seht, der Luftfilterkasten liegt schon da auf dem Boden. Damit verweisen wir jetzt irgendwo da in der Ecke wahrscheinlich. Nur gesehen hat. Das ist egal. Irgendwo in der Ecke verweisen wir auf das Video, wie wir den Luftfilterkasten ausbauen können. Und dann sind wir an diesem Punkt angelangt und dann kommt ihr wieder hierher. Perfekt. Gut, also Zündkerzen ausbauen. Dafür müssen erstmal die Zündspulen weg. Um die wegzukriegen, brauchen wir einmal 10er Nuss. Ich organisiere das mal eben. Nee. Nö. Also, Dominik sagte gerade, einfach ein bisschen Lasche drücken, Stecker wackeln, dann kommt er da auch runter. Dann ist das schon erledigt. Und in diesem Fall kann ich diese Schrauben hier lösen. Also, Zündspulen, ganz easy, haben hier ihre Dichtlippe, ne, sind da also quasi wirklich nur reingesteckt und kann man dann so rausziehen. Ich würde sie tendenziell immer wieder an die richtige Position machen. Ist wahrscheinlich egal, aber warum nicht? Ne? So. Eins, zwei, drei. Wir brauchen möglicherweise eine 16er, würde ich so behaupten. Ich werde mal eben gucken, ob ich da was Passendes finde. Werkzeugtechnisch. Die Zündkerzennuss. Lösen ist recht easy. Ab einem bestimmten Punkt lassen die sich dann auch eigentlich grundsätzlich, also wirklich alle Zündkerzen, die ich so kenne, von Hand bewegen. Das geht immer recht gut. Da sind die Gewinde eigentlich immer recht frisch. Das ist auch in diesem Fall so. So, dann kommen die da. Hallo, Zündkerze. Auch eigentlich immer direkt mit raus. So, jetzt können wir uns das einmal anschauen, wie die aussehen. Ich hoffe, die Kamera fokussiert das einmal. Das billigste. Auf jeden Fall sind wirklich gut schwarzbraun, sind sehr sauber. Die Elektrode selber ist ein bisschen weiß. Man erkennt das wirklich bescheiden, weil der Kamerafokus keinen Bock hat. Doch jetzt sieht man das gut. Hier ist ein bisschen weiß. Aber sonst sieht das eigentlich recht gut aus. Sind auf jeden Fall noch die ersten Kerzen. Das erkennt man auf jeden Fall sehr gut. Und die sind dann jetzt auch mal dran nach 5 Jahren. Die anderen beiden auch noch mal eben angucken. Dann brauchen wir einmal neue Zündkerzen. Handlanger, so reichen sie mir. Newtonmeter Anzugmoment 23 Neftons steht auf den Kerzenverpackungen. steht eigentlich bei allen immer auf der Kerzenverpackung, so wie ich das kenne Ja. tatsächlich. Einmal eben gucken, ob die nicht irgendwie komplett zerditscht aussehen. Nicht, dass da irgendwie jemand im Karton den irgendwo hingefeuert hat und der die Elektrode komplett krumm ist oder so, weil der Abstand zwischen Mittenelektrode und Außenelektrode ist sehr, sehr entscheidend für die Funktion einer Zündkerze tatsächlich. Deswegen da immer ein bisschen aufpassen. Und auch wenn ihr sie jetzt da rein macht, versuchen so mittig wie möglich und nicht mit der Elektrode irgendwie auf die Dichtfläche zu hauen beim Reinsetzen, damit eben der Abstand da nicht verändert wird. So, ist alles wieder dran. Dominik will schon wieder eskalieren und alles schnell fertig haben. Du hast gesagt, du hast wenig Zeit. Deswegen die Spulen einfach wieder raufstecken. In diesem Fall könnt ihr die auch nicht irgendwie verdreht einbauen, weil ihr müsst ja mit dem Loch, wo die Schraube durch muss, wieder auf das passende Gewindestück am Kopf, am Ventildeckel, entschuldige.
Und deswegen geht das auch nicht irgendwie großartig zu vertüdeln. Die Stecker wieder, bis es einmal Klick macht da rein. Und dann ist das auch schon gut. Dominik hat die Schrauben gleich schon wieder drin. So bin ich. Es ist einmal wieder ein Effizienzwunder, was wir hier abliefern heute. Ja. So, die kriegen jetzt natürlich 824 Newton mindestens. Ich schätze mal irgendwas um die 10. Ja, ich denke auch. Aber wie gesagt, das steht auch in der Infobox. Aber ich habe das hoffentlich im Gefühl. Wenn nicht, haben wir jetzt Pech gehabt. So, alles wieder drin, alles wieder dran. So, in dem Fall habt ihr jetzt ja schon im anderen Tab in eurem Browser das Luftfilterkastenvideo offen. Da geht es jetzt nämlich weiter mit dem Luftfilterkasten wieder einbauen. Und an dieser Stelle wünschen wir euch wie immer viel Spaß beim Schrauben. Ciao. Tschüss.